Er will ein Bussi, also soll er es auch kriegen, aber in den Arsch. Christi zurück beim Entdeckungsmodus zu oder von Assassin's Creed Odyssey. Bevor die nächste Episode losgeht, wieder ein paar Sachen erklären in puncto Assassin's Creed auf meinem Kanal. Vorerst, bis ins Jahr 2020 hinein, ist vorerst durchgehend durch die Größe des Entdeckungsmodus nur dieser geplant. Ich werde da die Karte nochmal zeigen, dass du einen ungefähren Überblick hast, warum und wieso und weshalb und dies und das, tiralala und spazi war. Das ist die griechische Welt, das haben wir eh schon mal erkundet miteinander. Und sie ist riesig. Du hast noch überall unerforschte Entdeckungspunkte. Ich möchte das alles mit euch durchgehen. Bibabo und tralala. Den Singleplayer, die Kampagne zu Odyssey, ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Keine Zeit, momentan auch kein Interesse daran. Muss ich ganz offen und ehrlich gesagt gestehen. Da will ich eine ehrliche Vorhaut sein mit euch. Die DLCs dazu eben mit auch weit in die ferne Zukunft. Oder sagen wir mal, derzeit steht die Chancen bei 0,2%. Dann haben wir generell Assassin's Creed wird zukünftig bis auf den Entdeckungsmodus da Mangelware bzw. fast gar nicht erscheinen oder aufploppen. Ich habe zwar bis auf 2 oder 3 Teile alle daheim, aber ich habe derzeit kein Interesse dran an Assassin's Creed. Ich habe derzeit trotz des sympathischen Alexandra-Charakters, Cassandra-Charakters, kein Interesse an diesem Spiel, bis auf den Entdeckungsmodus, habe ich jetzt auch schon gesagt. Ich wiederhole mich gerade ein bisschen, ist scheißegal. Und nun kommt der für mich wichtigste Punkt, ob ihr auf meinem Kanal Valhalla jemals sehen werdet, steht in den Sternen. Warum und wieso? Es nutzt mir nichts, wenn ich euch jetzt Spiele zeige, auf die ich keinen Bock habe. In der Videobeschreibung verlinkt, wer es noch nicht gesehen hat, eine kleine Reaktion von Part-Time Insane zum Video von Ghost of Tsushima, das Gameplay-Dings, was da war, weiß ich nicht, keine Ahnung, was da das Gameplay vorgestellt haben. Wenn du ein bisschen runter scrollst, sollte mein Kommentar vorhanden sein, den ich noch geschrieben habe. Bis aufs Setting hat für mich jetzt diese 20 Minuten nichts Weltbewegendes offenbart. Simple Stealth-Mechaniken, die bis zur Unendlichkeit perfektioniert sind. Eine riesige Open World, die mit nicht viel Leben gefüllt ist. Odyssey hat auch eine riesige Open World. Ich meine, jetzt wird es des Nächtens, gell? Aber tagsüber ist da einiges los und es fühlt sich nicht so leer an. Ich weiß nicht, wie das ein Ding sein wird in Ghost of Tsushima, aber wie ich die Stealth-Mechaniken gesehen habe, es ist im Prinzip das gleiche wie in wie da in Odyssey, in Far Cry, in sämtlichen dieser Art von Spielen. Hat für mich schon mal einen großen Minuspunkt mittlerweile, weil ich bin einfach momentan der Meinung, ich kaufe mir jetzt kein Spiel mehr, wo ich im Prinzip immer die gleiche Scheiße mache. Gut, in Fallout 4 mache ich auch nichts anderes, aber der Siedlungsbau wertet ein bisschen was auf. Jetzt an Kreativität und sonstigem und Spielzeit und was weiß ich, was du da alles machen kannst und machen willst. Es bleibt völlig dir überlassen. Das nächste, was mich
riesig anwidert. Perikles Haus, Perikles am Totenbett seines Sohnes. Ölgemälde von Felix, 1828 bis 1800 oder bis 1909. Oh Gott, du Scheiße. Perikles Haus. Perikles war während der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeit einer der einflussreichsten Menschen in der Athener Politik, weshalb man seine Amtszeit auch als Perikles Zeitalter bezeichnet. Athen florierte unter der Führung von Perikles. Durch seine lenkende Hand wurde der Attische Seebund zum Attischen Seereich und alle Mitglieder des Bundes. Durch seine lenkende Hand wurde der Attische Seebund zum Attischen Seereich und alle Mitglieder des Bundes mussten regelmäßig Tribute an die Stadt entrichten. Dank dieses neuen Einkommens konnte Athen extravagante Bauwerke wie das berühmte Parthenon auf der Akropolis errichten. Während des Peloponnesischen Krieges bestand Perikles Strategie darin, einen Seekrieg zu führen, doch er selbst hielt sich vorzugsweise innerhalb der Stadtmauern Athens auf. Durch die Überbevölkerung breitete sich allerdings eine Seuche unter den Einheimischen aus, die viele von ihnen das Leben kostete, unter ihnen auch Perikles selbst. Text ausblenden. Schönes Gemälde. Muss man einen lassen. So geht das. Ich weiß, Ronny, das sind die Geschichten über die Politik und so, die Sachen, lieber. Aber wie du siehst, wir haben nur über 70 Entdeckungsorte zum Obklamusern, wie man so schön sagt, oder zum Obarbeiten und ein bisschen was. Ich möchte ein bisschen Abwechslung einbringen. Wenn ich jetzt nur hergehe und diese ganzen Geschichten da miterzähle, was da über die Politik und die ganzen Sachen sind, dann wird das ein bisschen eintönig. Ist bitte nur meine Sichtweise, gell? Also nicht, dass du jetzt best bist deswegen oder so, gell? Was bist du? Ah, da ist was, schau. Straßenreinigung. Gepflasterter Weg auf der Agora von Thasos 2004. Mehr erfahren bitte. Schaut schick aus. Ja. Ungeachtet der Pracht öffentlicher Gebäude waren die Straßen von Athen in weiten Teilen eng und geradezu qualvoll unübersichtlich. Man unternahm allerdings Anstrengungen, um die Stadtplanung zu verbessern. Wie etwa im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit, als der Architekt Hippodamos von Milet ein Rastersystem für die Stadt mit parallelen Straßen und rechtwinkligen Kreuzungen schuf. Die griechischen Städte wurden im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit dank solcher Innovationen wie fließend Wasser und Abwässerkanälen überdies auch hygienischer. In Athen übertrug man die Verantwortung für die Straßen und öffentliche Plätze auf besondere Würdenträger, die man die Astynomen oder Straßenpolizisten nannte. Die vorrangige Pflicht dieser Beamten bestand darin, Straßen und Heiligtümer sauber zu halten und eine effiziente Müllentsorgung außerhalb der Stadtmauern zu organisieren. Text ausblenden. Du Lurder, du. Kannst du ein bisschen schauen und belast da immer wieder ein paar Sekunden, damit du ein bisschen schauen kannst. Genau, die Touren sind das, was ich ansprechen wollte. Und zu guter Letzt den Punkt Assassin's Creed Valhalla. Sie haben zwar jetzt einige Trailer gezeigt, aber die Trailer verraten ja auch nichts. Ob es kommen wird, wann es kommen wird, steht in den Sternen. Ich meine, erscheinen wird es schon, aber auf meinem Kanal weiß ich noch nicht. Da möchte ich mir einige Let's Plays ein paar Stunden anschauen. Für das finde ich Let's Plays eigentlich auf YouTube relativ interessant. Weil du in den ersten Stunden schon ein Bild machen kannst, warum und wieso sollte man jetzt das Spiel kaufen. Offen und ehrlich gesagt. Ich liebe es, durch diese engen Gassala zu laufen und dir ein bisschen zu erkunden da in Athen.
meine, mir ist es ja egal, ob jetzt die Welt ein bisschen düsterer ist oder so wie da farbenbunt, farbenfroh im Kontrast, das ist mir eigentlich relativ wurscht, gell? Die Farben müssen stimmen, also da, oder die Atmosphäre, muss mir auch gefallen. So, und zu Assassin's Creed Valhalla, dass wir da auf, fertig werden mit diesem leidigen Thema. Süßes Bobschall, Cassandra. Dass wir da fertig werden mit dem Scheiß. Assassin's Creed bewegt sich immer mehr in Richtung Rollenspiel, wie wir alle schon mitgekriegt haben. Finde ich an sich keine schlechte Idee. Aber darum möchte ich mir es als Let's Play anschauen, auf anderen Kanälen, die das Spiel bringen werden. Ich bin mir unsicher, in was für Richtung oder weiß ich nicht, keine Ahnung, wie es weitergehen wird. Schauen wir mal, Valhalla wird auch dahingehend ein... ein Augenmerk sein oder ein Fingerzeig, ob ich dieser Marke später treu bleiben werde oder auch nicht. Ja, ich hab jetzt in den letzten Wochen und Monaten viel über Videospiele nachgedacht und ich ziehe nun mehrere Schlussstriche, auch unter diese Reihe. Ich habe knapp 170 Stunden in Odyssey in die Hauptgeschichte und in die Open World gesteckt und ich muss da und ehrlich gesagt gestehen, derzeit ist bei mir, ich würde nicht sagen unbedingt der Ofen aus. Was ist da? Aber der Docht vor der Kerzen, der ist jetzt schon sehr im niederen Bereich, gell? So. Nur dass du jetzt da ungefähr weißt, um was jetzt in diesem Text geht. Es ist im Prinzip immer das erklären lassen von einem Griechen. Ich meine, wie es in der Zeit war, weiß ich nicht. Aber der hat mir erzählt, wenn du so griechische Musik hörst, geht es im Prinzip in den Texten, die haben eigentlich nichts anderes. Die textlich gesehen ist es im Prinzip nichts anderes wie bei uns Volksmusik oder Schlager, gell. Also es geht um die Liebe, um die weiße Rose, um, weiß ich nicht, in Herzinfarkt am Grand Canyon etc. etc. Gell, obwohl, glaube ich, das ein bisschen interessanter wäre, weil du hast wenigstens einen schöneren Ausblick am Grand Canyon. Musik war im antiken Griechenland allgegenwärtig und das sollten wir im Spiel reflektiert sehen. Musiker spielten in den Heiligtümern, bei den Olympischen Spielen, in den Dörfern und in den Städten. Musik hatte viele Funktionen, darunter das Singen und Spielen bei Zeremonien, das rhythmische Untermalen von Kampfübungen und natürlich auch die reine Unterhaltung. Also so wie es bei uns heute in der Disco einig ist, du wirst bescheuert von links und rechts und gehst dann noch mit einem Rausch aussehen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Musikern in Großbritannien, Kanada und Griechenland haben wir eigene Gesangsstücke geschaffen, die wichtige Momente der Geschichte widerspiegeln, aber auch Instrumentalstücke zur Unterhaltung in der gesamten Spielwelt und antike Seemannslieder, wenn man mit dem Boot unterwegs ist. Lydia Andrew, Bildbeschreibung inspiriert von The Art of Assassin's Creed Odyssey von Kate Lewis, mit freundlicher Genehmigung von Titan Books. Okay. Jo, beim Herrn Buchs wird mir die Buchse auch voll, ja, genau, du sagst das. So,
genug um und um geschissen mit Videospielen. Und im Übrigen, es gibt eine Sache, die muss auch noch loswerden. Eine Next-Gen-Konsole kommt mir jetzt einmal die ersten 1 bis 2 Jahre nicht ins Haus. Hat seinen Grund. Betrachte die Geschichte rund um The Last of Us 2 mit diesem riesengroßen Leak der Hauptgeschichte etc. etc. Ich bin mittlerweile der festen Meinung, wenn es ein Entwickler, Publisher nicht schafft, elementare Bauteile eines Videospiels und seiner Story geheim zu halten oder unter Dach und Fach zu halten, dann ist es diese Generation oder die nächste Videospielgeneration oder Konsolengeneration nicht wert, unterstützt zu werden. Da hau ich mein Geld lieber in, oder sagen wir, formulieren wir es anders. Da kaufe ich lieber um 70 Euro 7x10 Spiele von älteren Konsolen und habe dabei mehr Spaß. Ja. So schaut es nämlich aus, im Schneckenhaus. Passt. Das war jetzt der Days und ich werde jetzt da Days nochmal beenden. Das war jetzt einmal ein bisschen außertürlich. 3-4 Kleinigkeiten, die Welt ist riesengroß und wir werden noch genügend Touren machen. Die Touren werden sich noch erstrecken über 40 Minuten, das kann ich jetzt schon verraten, weil ich nämlich schon ein bisschen umgeschaut habe im Internet, was damit ich mir die Zeit für das Ganze da ein bisschen eitern kann. Ich wünsche dir dabei einen wunderschönen Sonntag. Hab süße Träume, gell? Verschluck dich nicht beim Kaffee trinken, verschluck dich auch nicht beim Essen, weil ich möchte gern wiedersehen im Kommentarbereich. Und bis dato, warte mal kurz, mach mal so. Na komm, mal da, auf wieder mit deinen süßen Äschchen. So, jetzt ist ihr ein Licht aufgegangen. Ich hab's ja schon immer gewusst, unser Cassandra ist ja weltschlau. Bis zum nächsten Mal und Baba.